Herzlich willkommen zur zweiten Sessionrunde am zweiten Tag des Digital Social Summit 2022. Es soll jetzt gleich um digitale Ökosysteme gehen, die, so habe ich das zumindest verstanden, stärker sozial- und zivilgesellschaftlichen als Wirtschaftsinteressen entsprechen. Diskutieren wird das mit uns Sabrina Konzok. Sabrina ist bei Chiron, die ja eigentlich Lernangebote für Geflüchtete anbieten. Die haben aber auch einen wirtschaftlichen Zweig, die Chiron Digital GmbH oder Digital GmbH, in der sie datensichere digitale Plattformen für Akteure aus so den klassischen Feldern, also Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft bauen. Da ist Sabrina Geschäftsführerin. Außerdem bist du ja auch, hast du mir auch gerade im Vorgespräch erzählt, in ganz vielen anderen Kontexten, zum Beispiel bei CENT, also dem sozialunternehmerischen Verband in Deutschland, sehr aktiv. Damit übergebe ich an dich, Sabrina. Super, vielen lieben Dank dir und herzlich willkommen an euch alle. Ich freue mich total, dass ihr seid. Bin schon gespannt, vor allem, was ihr denkt über digitale soziale Ökosysteme. Aber vor allem, also ne, wie gerade schon gesagt, so ein bisschen zu mir. Im Endeffekt bei Chiron Digital, aber auch beim Social Entrepreneurship Netzwerk. Also entweder im Digitalbereich oder so ein bisschen als Lobbyistin for good, wie wir das immer so nennen, erlebe ich halt im Endeffekt, dass wir uns eigentlich größtenteils einig sind, was unsere Herausforderungen angeht, also womit wir uns so rumschlagen und rumschlagen sollten, aber dass ganz oft eben uns eben der gemeinsame Weg eigentlich noch fehlt, den Weg zur richtigen Lösung auch zu finden und den auch gemeinsam zu gehen. Und genau darum geht es heute, zumindest auf Bezug auf die digitalen Herausforderungen. Ein Beispiel, das ich ganz, ganz interessant und lustig finde, ist tatsächlich ein Zitat aus einem meiner Lieblingsbücher von Richard Sennett, wer es kennt. Der hat sich ganz viel mit Zusammenarbeit beschäftigt und was unsere Gesellschaft zusammenhält. Und ein Satz, den er dort zitiert oder eine Erkenntnis von einem Primatenforscher, ist, dass Schimpansen ganz plötzlich die Rolle wechseln und ihr Verhalten von Hilfe auf Konkurrenz umstellen, wenn sie sich mit Herausforderungen irgendwie konfrontiert sehen in der Umwelt, mit denen sie erstmal nicht umgehen können und die sehr ungewiss sind. Im Endeffekt ist Digitalisierung auch so eine Herausforderung für uns, also glaube ich zumindest, eine ungewisse Herausforderung, die wir irgendwie vor uns haben. Es ist zwar kein Neuland mehr, auch nicht mehr in Deutschland, zumindest seit Corona nicht, aber ich glaube trotzdem, im Endeffekt brauchen wir auch da bessere Möglichkeiten, um eben nicht ständig auf Konkurrenz zu schalten, sondern da ein bisschen bessere Lösungen irgendwie zu finden und das ein bisschen besser zu machen als die Schimpansen, um die es in diesem Zitat und in der Forschungsarbeit hier gehen. Was machen wir heute und was habe ich heute mit euch vor? Ich habe so ein bisschen drei Teile mir ausgedacht und für euch mitgebracht. Ein Reflexionsteil, ein Inspirationsteil und dann der letzte Teil, der wahrscheinlich auch mit der Spanze ist, wo wir alle miteinander diskutieren können. Und vor allem diskutieren können, wie wir Ansätze und Lösungen finden, die wir ein bisschen besser machen als unsere behaarten Verwandten, wenn man so will. Und zwischendrin seid auch ihr gefragt. Das heißt, ich habe auch zwei Mentimeter-Links. Das heißt, bleibt dabei und macht mit. Könnt auch schon davor mitmachen, bevor wir in eine Diskussionsrunde gehen. Und aber einmal kurz so als Überblick. Digitale Zukunft, wir alle verbinden 1000 verschiedene Sachen damit. Ein paar davon sind hier auch ein bisschen abgebildet. Ne? Das ist die Digitalisierung und die Zukunft in allem, was unser Leben ausmacht, bis hin zu den Bäumen in Singapur oder irgendwie die Metaversen, ne, die gebaut werden sollen und die VR-Brillen oder die, auch die Roboter, die irgendwann uns pflegen sollen. Auf der anderen Seite aber natürlich ist Digitalisierung auch oft was uns tatsächlich unsozialer macht, auch wenn es in sozialen Netzwerken stattfindet, wie man ein bisschen auch auf der rechten Seite sieht. Und im Endeffekt geht es vor allem für mich immer um die Frage, wer baut denn eigentlich unsere Zukunft und vor allem auch für wen? Und ich glaube, eine Frage, die stellen wir uns viel zu selten, weil wir in der Regel eigentlich immer nur lesen, wer hat wie viel Kapital für welche neue digitale Lösung eingesammelt. Und wir fragen uns eigentlich total wenig, warum bauen wir diese Lösungen überhaupt und vor allem, welchen Sinn und Zweck sollen sie eigentlich wirklich erfüllen? Aktuell glaube ich, dass halt unsere digitale Zukunft noch viel zu wenig von uns allen gebaut wird und viel zu mehr von einzelnen Akteuren, von Konzernen
oder auch von einzelnen Staaten, die im Endeffekt auch teilweise andere Interessen verfolgen. Und deswegen vielleicht direkt als Einstiegsfrage eine Mentimeter-Runde mit euch. Ihr bekommt den Link auch gleich noch einmal in den Chat gepostet und könnt auch hier einmal in den QR-Code gucken. Was glaubt ihr denn? Was ist so der eine Begriff, das eine Thema, das eine Wort, das euch einfällt, wenn wir darüber sprechen, Verbout, digitale Zukunft? Da kommen sie schon. Amazon und Google. Na, Politik, logischerweise auch das wichtigste Schlagwort, wenn es um die Steuerung auch geht. Na, Zufall, Dystopie, Zivilgesellschaft auf jeden Fall auch. Viel zu wenig, meiner Meinung nach, natürlich. Darum geht es ja heute auch. Ja, Megakonzerne. Chatbots als Alternative finde ich auch total spannend. Dann nachher noch mehr von euch zu hören. Ja, Bürgergesellschaft. Wir vor Ort. Das habe ich mir schon gedacht, dass garantiert viele von euch logischerweise, wenn sie heute dabei sind, auch genau daran mitarbeiten und aktiv sind. Also im Endeffekt, das Bild gibt genau das so ein bisschen wieder, was auch in meinem Kopf zu dem Thema immer vor sich geht. Auf der einen Seite, ne, das, was ist und das, was noch viel besser werden sollte. Gerade auch Großkonzerne im Endeffekt, ne, die, sei mal vor allem irgendwie Profitmaximierung im Kopf haben und weniger zwangsweise immer Wirkungszielen hinterherlaufen. Und genau darum geht es jetzt im Weiteren. Fügt gerne noch ein, ich lasse mal die Umfrage noch offen und dann gucken wir nachher gleich wieder drauf, was ihr alles hier gefunden habt. Beginnen wir mal ein bisschen einmal kurz mit dem Reflexionsteil, weil wenn man über so ein Thema spricht, finde ich es immer erstmal gut, den Ist-Stand zu erläutern, beziehungsweise auch mit ein paar Mythen aufzuräumen und auch sich über das Framing Gedanken zu machen, das wir benutzen. Und der erste Punkt, ich glaube, gerade für die Person, die Politik hingeschrieben hat, ist das, glaube ich, mit eines der wichtigsten Framings, die ich mal gerne aufheben will, weil soziale Innovationen sind im Endeffekt nicht technische Innovationen, ist für mich eigentlich eine falsche Aussage, weil soziale Innovationen werden immer gerne in eine Ecke geschoben, wo sie dann automatisch eigentlich nicht im Digitalbereich und nicht in dem Bereich unterwegs sind, wo auch digitale Projekte, Produkte oder auch Vorhaben gefördert werden. Was halt grundlegend falsch ist und ich glaube, viele von euch und auch, also ne, Kiron zum Beispiel ist eins der Gegenbeispiele, dass es auf keinen Fall so ist, warum man auch das Framing ändern sollte. Das zweite Thema ist so ein bisschen, ne, sozial-digitale Innovationen sind nicht wirtschaftlich tragfähig, gerade auch bei Send, ne, sind viele Diskussionen um genau das Thema immer. Wenn ich, ne, mit einem Wirtschaftsministerium, Wirtschaftssenat auf Länderebene oder wo auch immer spreche, ist das immer eins der Hauptargumente, ne? Sobald irgendwo sozial mit drin vorkommt, dann würde man es gerne in ein anderes Ministerium abschieben. Aber die Tatsache, dass auch eigentlich wirtschaftliche Akteure soziale digitale Ziele und auch Wirkungsziele verfolgen können, das kommt so langsam erst in den Köpfen an und ist im Endeffekt auch noch einer der Mythen, wo wir ganz hart dran arbeiten müssen, die wieder aufzuheben. Genauso das Thema auch ganz eng damit verwandt, ne? Digitale soziale Ökosysteme betreffen nur Akteure im dritten Sektor, was eben auch überhaupt nicht stimmt. Auf der einen Seite, ne, auch normale Wirtschaftsunternehmen, die digitale Produkte bauen, sollten sich über soziale und gesellschaftliche Resultate und den Impact davon auch Gedanken machen. Und auf der anderen Seite vor allem sollten wir uns mehr Gedanken darüber machen, worin eigentlich Gelder fließen, die zwar dann vielleicht an Akteure im dritten Sektor gehen, aber bei der Bezahlung im Endeffekt auch wieder in digitale Produkte von Großkonzernen fließen, die damit eigentlich dann gar nicht so viel zu tun haben, was man da erreichen möchte im dritten Sektor. Im zweiten Schritt von der Reflexion und fragt gerne rein, schiebt gerne rein. Ich sehe hier meine tollen Icons fehlen, aber das soll uns nicht abhalten. In der Analyse, warum bauen wir unsere digitale Zukunft gerade so, wie sie ist? Das ist natürlich eigentlich die Kernfrage, weil der Ist-Stand ist ja immer und wird immer bedingt von verschiedenen Faktoren, die irgendwann mal so entstanden sind und natürlich auch das System so bedingen, wie es gerade ist und steht. Und dem muss man sich im ersten Schritt ja immer bewusst werden und bewusst sein, vor allem auch, wenn man dann was daran ändern möchte. Das heißt,
Ganz oben ist eigentlich so ein schöner Geldsack daneben dran. Das heißt, das Wachstumskapital orientiert sich aktuell eben natürlich an rein wirtschaftlicher Tragfähigkeit und öffentliche Gelder fließen eben indirekt eigentlich in rein kommerzielle Produkte, was schon mal darauf eigentlich einen Einfluss hat, dass Lösungen und auch gute Ideen, die da im digitalen, sozialen Bereich unterwegs sind, eigentlich gar keine Möglichkeit haben, groß zu werden und wirklich zu fliegen. Weil ne, nach der Ideenphase und der Innovation kommen viele ein paar Schritte weiter, aber dann irgendwann ne, kommt das berühmte Valley of Death, das, glaube ich, im Sozialbereich genauso gilt. Und dann auf einmal ist genau das Kapital eigentlich nicht da, das man bräuchte, um dann ein Produkt noch besser zu machen und vor allem noch adaptionsfähiger zu machen. Der zweite Punkt ist dann, ne, gute digitale, soziale Innovationen vor allem gibt es an sich immer total viele. Aber die werden relativ wenig eigentlich nur adaptiert und finden oft eigentlich nicht statt. Gerade wenn man schaut, ne, wer genau nutzt die dann und warum sterben solche Ansätze auch teilweise, weil eben gerade auch größere Akteure, nicht mal gar nicht mal Konzerne, sondern tatsächliche Akteure aus dem dritten Sektor, das dann gar nicht adaptieren und dem keine Chance geben, eigentlich größer zu werden. Genauso das Thema Daten nur als Geschäftsmodell zu sehen. Ich meine, das wissen wir alle, auch wieder gerade auf große Beispiele bezogen, aber auch im Endeffekt die Möglichkeit, zum Beispiel Daten und gerade anonymisierte Daten eigentlich auch als mehr als nur ein Geschäftsmodell zu sehen, sondern vielleicht tatsächlich als Wirkungsmesser, ist eigentlich auch noch ja, ferner liefen in den meisten Fällen. Und der letzte Punkt, das ist eigentlich so ein tolles Icon mit so einem Hammer. Es entstehen tatsächlich noch enorm viele teure und nicht kollaborative digitale Silos. Das heißt, jeder denkt immer so individuell und einzigartig zu sein, dass er sein eigenes Produkt bräuchte und baut dann eigentlich so Lösungen und Solutions, die nur für sich stehen, die nicht anschlussfähig sind und die auch von niemand anderem genutzt werden können. Und auch da rein fließen in der Regel viel zu viel auch öffentliche Gelder tatsächlich aktuell noch. Wenn wir dann ein bisschen drüber nachdenken, was wäre, wenn? Was wäre denn, wenn das alles anders wäre? Wenn das anders wäre, dann würde der Geldsack an der Stelle jetzt in einen Haufen Geldscheine mit Flügeln nämlich werden. Das heißt, Kapital könnte mit Wachstumszielen verbunden werden, aber eben nicht nur, sondern auch mit konkreten Wirkungszielen, was halt darauf einzahlen würde, dass man sagen würde, okay, ich will nicht nur einfach größer, besser, schneller werden und will dafür ein Geschäftsmodell entwickeln, das mir so viel Kapital und so schnell wie möglich einbringt, sondern um zu sagen, was will ich denn eigentlich mit der Firma oder mit dem Unternehmen, mit dem Stakeholder, den ich da geschaffen habe, eigentlich auch wirklich erreichen und was ist der beste Weg dahin? Vielleicht eben auch, indem ich das durchaus mit Gewinnen auch trage und vielleicht auch selber tragen kann, aber vor allem eben das nicht rein in den Vordergrund zu stellen, was dann auch natürlich gerade auf die Erstellung von Features und die gesamte Produktvision einen enormen Einfluss hat. Der zweite Punkt, ne, was wäre, wenn der Transfer ein bisschen besser klappen würde? Was wäre, wenn soziale, digitale Innovationen eben gerade auch von systemischen Akteuren empowered und genutzt werden könnten? Dann hätten wir im Endeffekt einen enormen Effizienzgewinn, aber vor allem hätten wir eben auch gute Lösungen, die eben nicht nur für mal 1.000 Nutzer oder 5.000 Nutzende funktionieren, sondern auch wirklich größer und skalierbarer sind und dadurch auch eine echte Alternative bieten, weil genau das ist ja auch oft das Problem. Wie wird man stabil genug und auch so groß und gut genug, um eben auch dann nachhaltig eine wirkliche Alternative zu anderen Lösungen zu sein und dann ein bisschen unabhängiger zu werden? Und der letzte Teil, der Gegensatz sozusagen zu den Silos, es ist dann eine Gruppe von Menschen, die da eigentlich stehen mit den Icons. Wenn das Geld in neue digitale Produkte fließen würde, von Organisationen, die halt entweder zumindest eine Nutzbarkeit für andere darstellen würden oder eben auch zumindest anknüpfbar wären. Weil das, glaube ich, kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn man Silos baut, dann schafft man nur den Nutzen für sich selbst. Aber gerade Akteure, die das Geld haben, Silos zu bauen, ne, wenn die zumindest anfangen würden, über die Nutzbarkeit und Anknüpfbarkeit an andere Lösungen und für andere auch nachzudenken, dann wäre das auch schon mal ein elementarer Schritt nach vorne. Und einmal jetzt wieder die Frage an euch, nachdem ihr das alles gehört habt, was denkt ihr zu genau dem Thema? Von den drei Punkten, die ich gerade genannt habe,
welcher von euch wäre im Endeffekt oder wer für euch im Endeffekt wichtiger und relevanter, wenn ihr euch entscheiden könntet und ihr jetzt die, sage ich mal, Regierungssprecherin für das Thema soziale Innovation wärt oder die Ministerin, Minister sogar. Würdet ihr euch entscheiden für eine bessere Finanzierung für digitale soziale Produkte oder für etabliertere Wege, um im Endeffekt digitale soziale Innovation zu skalieren? Oder eben C, für eine stärkere Kollaboration zwischen den Akteuren? Das sind nochmal die Frage. Was hätte für dich eine größere Wirkung? Und was würdest du machen, wenn du in der Rolle wärst, das zu entscheiden und einen der Knöpfe zu drücken? Aha, sehr aufgespalten noch. Oh, jetzt wird es deutlicher. Na, spannend. Ihr seid natürlich alle gar nicht geprägt von der Veranstaltung. Weil ganz oft kommt natürlich zuerst die Finanzierung. Das finde ich super spannend gerade. Was war denn deine Reihenfolge, Sabrina? Ja, tatsächlich genau die. Spannende Frage. Also tatsächlich genau die, logischerweise. Weil im Endeffekt für mich ist, also ne, die Finanzierung ist enorm wichtig. Und ich glaube, das kenne ich also von allen irgendwie Akteuren in Zen, die, sag mal, die ersten Schritte geschafft haben und dann genau an dem Punkt stehen, skalieren zu wollen. Aber im Endeffekt die Kollaboration ist trotzdem das, was eigentlich bessere Lösungen schafft und sinnvollere Lösungen schafft. Und Finanzierung um der Finanzierungswillen ist ja auch nicht immer, ne, das Goldene vom Ei. Deswegen, also finde ich total spannend, hätte ich für mich genauso geordnet. Jetzt bin ich noch gespannter auf die Diskussion gleich tatsächlich mit euch. Aber vielen Dank schon mal dafür. Wer noch mit abstimmen will, ich lasse es auch wieder einfach offen und gehe noch mal einen Schritt weiter für euch. Ach Mensch. Ja, okay. Icons, Emojis in Folien einzubinden, klappt nicht so gut. Aber ihr seht hier schon, es ist im Endeffekt die gleiche Aufteilung wieder vor. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, weil ich den Sektor natürlich auch am besten kenne, im Bildungsbereich und vor allem übertragen auf den Bildungsbereich, warum es zum Beispiel auch genau da ein digitales soziales Ökosystem braucht. Im Endeffekt genau das Gleiche, ne, wie in einem anderen Thema auch. Kapital fließt im Endeffekt in Produkte und Lösungen, die vor allem nach wirtschaftlicher Tragfähigkeit agieren. Das heißt, wenn ich Kurse habe, dann sind die immer mehr hinter irgendwelchen Payment-Walls jetzt. Die Inhalte, die ganz oft for free waren, die rutschen immer mehr in den Payment-Bereich. Das heißt, eigentlich jede Person, die was lernen will, muss auch das Kapital dafür aufbringen. Das heißt, Lernen wird immer teurer, auf jeden Fall im Digitalbereich. Lerninhalte, auch wenn sie Open Source sind, sind tatsächlich oft total schwer zu finden und zu nutzen. Man muss überhaupt davon wissen. Es gibt immer mehr Libraries, aber es gibt noch nicht so wirklich den Weg, wo ich sagen kann, okay, ich klicke auf den Knopf und binde das einfach bei mir ein, um das auch wirklich so einfach zu machen, wie es ja eigentlich sein soll und intendiert ist. Oft muss ich Sachen noch anfragen, muss jemanden irgendwie anschreiben, um dann irgendein Datenpaket zu bekommen. Das heißt, auch da gibt es noch keine guten Standards, wie das tatsächlich bei der Software im Open-Source-Bereich auch schon deutlich besser ist. Dann natürlich im letzten Punkt, ne, auch Funktionalitäten orientieren sich eher daran, kriege ich dadurch vielleicht noch ein paar mehr Leute zwei Klicks weiter und näher an die Payment-Schranke oder wie maximiere ich da meine Profite dahinter und kann mein Geschäftsmodell irgendwie da weiter skalieren? Und wie es eben sein könnte und woran zumindest auch wir bei Kiron, aber auch in der Fachgruppe Bildung, die wir jetzt bei SEND haben, ganz viele tolle Akteure drin sind. Was wir auch versuchen immer mehr, ist wirklich zu sagen, wie kann dann im Bildungsbereich auch digitale, soziale Lösungen anders finanziert werden? Wie kann das impactorientiert werden, dass eben zum Beispiel Partizipation im Vordergrund steht, damit die Lösungen nachhaltiger sind, damit eben aber auch vor allem Lernen im Fokus steht. Das heißt, der Lernerfolg von den Lernenden eigentlich selbst steht im Mittelpunkt
und weniger das reine Geschäftsmodell dahinter, was eben auch dazu beiträgt, ne, zum Beispiel Schnittstellenstandards mehr zu etablieren, um da auf freie Inhalte oder freie Lösungen besser zugreifen zu können, um aufeinander zu verlinken, was ja auch, finde ich, Teil der Lösung ist, nicht zu sagen, wir wollen der eine Akteur werden, der alles in sich vereint, sondern zu sagen, wie kann jeder das tun, was er am besten kann, und wir werden gemeinsam so viel stärker und besser, dass wir eben viel mehr Leute erreichen mit den Lerninhalten, mit den Angeboten, die ja im Endeffekt vor allem auch was bewirken sollen und nicht nur Umsatz machen sollen. Und im letzten Punkt eben auch, ne, genauso wie die Silos in anderen digitalen Bereichen, hat man natürlich auch Lernsilos, die immer mehr und immer noch leider gebaut werden, wo eben dann auch wieder eher, sagen wir, das eigene Ego, die eigene Brand, und weniger die Lernenden oder auch wirklich die Maximierung von deren Lernerfolg im Mittelpunkt steht. Das ist so ein bisschen der Zoom-In auf den Bildungsbereich.